Hi und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Medieval Dynasty. Ich habe mir vorgenommen, heute aufzunehmen, obwohl ich krank bin. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und zwar, der Grund, weswegen ich unbedingt aufnehmen wollte, war, dass mir gesagt wurde, dass ich das Craften im Nachhinein ändern kann. Ich kann die Spieleinstellungen hier anpassen. Oh mein Gott. Guckt es euch an. Schnelles Handwerken, schnell bauen. Bruder, das muss jetzt sein. Wir haben jetzt, das ist bei uns einfach, das artet so aus und ich wusste das nicht. Also, tatsächlich habe ich das von jemandem aus der, quasi aus der Nachbarschaft gehört. Also auch ein Let's Player quasi, der Andi. Ja, an die Wand. Vielen Dank. Ich wollte dich hier namentlich erwähnen. Dankeschön, dass du das für mich so gesehen ja, erklärt hast. Ich wusste das nicht. Änderungen übernehmen, fortsetzen. Und jetzt müssen wir das direkt ausprobieren. Haben wir irgendetwas, was voll lange dauert? Achso, übrigens, ich habe die Schattenqualität runtergesetzt, dafür die Texturqualität hochgesetzt. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied machen wird oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich habe nämlich letztes Mal ja so festgestellt, dass wir so ein bisschen Tearing hatten und so ein bisschen Gestotter. Ich wollte jetzt nicht, dass, wenn unser Dorf immer größer wird, dass hier irgendwann ausartet. Deswegen, ja, habe ich gedacht, kann ich ein bisschen rumtweaken. Ich hoffe, das hat dann auch gereicht. Na, sammeln wir denen mal die Federn unterm Arsch weg. Okay, hat sich das dem letzt gemacht? Erst oder was? Aber gut, Dung ist immer da. Ah, hier kommen wir nicht richtig dran. Warte, geht das irgendwie? So. Okay. Weil ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen flüssiger, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wir werden jetzt gleich mal irgendetwas craften. Irgendetwas, was sonst ewig und 3 Tage dauert. Aber erstmal möchte ich gerne hier ein bisschen, ja. Ihr wisst schon. Die Tiere versorgen, ne? Sorry, da müssen wir ein paar mitnehmen. Die stören mich hier. Zu viel Dreck hier bei den Tierstellen. So. Oh, Charlotte. Tut mir übrigens sehr leid, dass ich erkältet aufnehme, aber ich kann einfach nicht den ganzen Tag irgendwie im Bett gammeln und keine Ahnung, nichts tun. Ich habe dann auch trotzdem Bock zu spielen und ich hoffe, ihr könnt mir das vergeben, weil ich meine, ich rotze jetzt ja auch nicht ins Mikro rein oder so, also hält sich ja noch in Grenzen. Ja gut. Die verstopfen hier gerade irgendwie den Gang. Sammeln wir erstmal hier. Vielleicht können wir dann ja Dung und sowas alles herstellen, Dünger herstellen aus dem Dung und so. Hier ist sonst nichts, ne? Da war nur eins. Ja, guck mal, jetzt ist hier wieder. Ne, hier war schon frei. Da war nicht frei. Jetzt ist aber frei. So. Gut, guck mal, dann haben wir doch schon das Erste, was wir machen können. Also, dann brauche ich nicht ständig schneiden. Wisst ihr, was ich meine? Dann kann ich dann schneiden, wenn ich wirklich eine Aufnahmepause machen will. Ich meine, das war ja so immer auch gechillt, aber. Also, weil ich hatte ja ständig Gelegenheit, irgendwelchen Haushalt nebenbei zu machen. Nur ganz ehrlich, ne? Also, irgendwann nervt es halt auch, ne? So, jetzt probieren wir das mal aus. Ich bin so gespannt, ne? Ich bin so gespannt. Lol. Es ist einfach fertig. Oh mein Gott, wir hätten uns so viel Cuts sparen können. Es tut mir so leid, Leute, dass ich so doof bin. Es tut mir einfach leid. Ich wusste es nicht.
Okay, warte. Dadurch, dass wir jetzt ja so wunderbar hier alles machen können, ich bin so enthusiastisch. Jetzt muss ich hier direkt mal. Oh mein Gott, wie geil! Guckt sich an! Jetzt geht das hier im Schnelldurchlauf, hör mal. Razimir ist so fit wie nie, hör mal. Pick dir das. Und die Materialien, die baller ich auch weg wie nix. So einfach geht das. Es fühlt sich schon ein bisschen wie Cheaten an, ne? Aber ganz ehrlich, wir haben sowas von lange hier rumgemodelt und alles langsam gemacht im normalen Modus. Ich habe so viel Zeit verstreichen lassen. Also gönnt mir das bitte, dass ich jetzt dann mal hier ein bisschen auf Geschwindigkeit hier machen kann. Und nicht meinen halben Tag damit verschwenden muss. Und gucken muss, wie der, wie Razimir verhungert und verdurstet, was er nebenbei jetzt auch gerade tut. Nur damit ich was craften kann, weißt du? Er macht ja sein ganzes Leben lang nichts anderes außer craften, der arme Junge. So, dann gucken wir mal, was haben wir zu essen? So ein Käse vielleicht, hä? So einen abgelaufenen. So, gönn dir. Nice. Ah. Nino Gniew, ist es nicht ein schöner Tag? Ja. Goodbye. Bye, bye. So, was machen wir denn jetzt? Ich weiß es gar nicht. Aber ich finde, das sieht schon richtig nice aus. Vor allen Dingen jetzt mit den ganzen Bäumchen und so. Im Frühling ist immer am schönsten, finde ich. Und ich hatte ja letztes Mal die ganzen Laternen hier hingezaubert. Ich hoffe, dass das jetzt alles langsam so seinen Dorfcharme entwickelt. So, ich bin noch nicht sicher. Ich hoffe es aber, dass das klappt. Und ich meine, guck mal, solche Schatten reichen doch, oder? Brauchen wir da jetzt von den Bäumen noch hochauflösendere Schatten? Das ist doch unwichtig, oder? Ja, was wollte ich denn noch? Gehen wir mal unsere Frau besuchen. Leonardo! Hallo. Oh, du hast ein oder zwei Kratzer. Das wird helfen. Oh, das weiß ich zu schätzen. Du bist lieb. Darauf war ich gar nicht aus heute. Wie steht's um unser Königreich? Die Arbeiter brauchen mehr Werkzeug, okay? Und sonst? Uns fehlt Handwerksmaterial. Okay, zum Verkaufen weiß ich. Und sonst? Das war alles. See you soon. Okay, was brauchen wir denn für Werkzeuge? Das sollten wir vielleicht mal herausfinden. Entschuldigung. Fischerhütte. Da fehlt wieder Werkzeug, richtig? Ja, Speere und Messer. Ah, Speere fehlen wahrscheinlich. Ja. Kein Material. Ja gut, aber ist halt so... Produktion. Was ist hier los? Auch kein Material. Was wird denn hier produziert? Ach, die Kohlsuppen. Ja. Der Kohl ist aus, ne? Ja, ist egal. Ist jetzt eh unwichtig. Die sollen nur das wegarbeiten, was wir dann so, damit wir ein bisschen weniger zu tun haben. Aber hier wird auch noch Kohlsuppe gemacht. Mache ich jetzt nirgendwo mal Rührei? Ich mache mal hier die Kohlsuppe weg. Habe ich Rühreier mit Pilzen? Eier fehlen. Okay, aber wir haben noch Morcheln. Dann mache ich das so. Und wenn wir dann da Eier reintun, dann können die dann auch damit weiterarbeiten. In der Schenke. Was ist in der Schenke los? Kein Material, ja, aber was? Beerensaft. Okay, Met ist in Arbeit. Und die ganzen Säfte. Okay. Ja gut. Ist klar, weil wir haben ja das alles eingesammelt. Dadurch, dass die jetzt die ganzen Säfte machen... Kann ich ja auch, also muss ich mich jetzt nicht mehr darum kümmern und kann in Ruhe die ganzen Tontöpfe alle hier reinstellen. Wo ist das? Weinflasche, da. Na? So. Dann macht sich das nämlich von alleine quasi. Dünger haben wir noch genug. Könnten wir, ach, obwohl, lasse ich den da, damit die damit arbeiten können. Eisenbarren nehme ich auch wieder mit.
gucken wir mal durch. Säckchen haben wir genug. Die sind auch noch schön zum Verkauf da. Löwenzahn, her damit. Stämme. Ja, komm, dann gib mal ein paar. Kalkstein, Leder, Metflaschen. Okay. Mohnsamen, Roggenkorn. Salz ist auch noch da. Steine. Ja, ich überlege gerade, ob wir irgendwas Krasses mit den Steinen noch machen können. Stöcke. Oh, da haben wir nicht viele. Und Ton. Ja gut, Weinflaschen, Weizenkorn und Wolle können wir mitnehmen. Dann nehmen wir die Münzen hier raus. Hier hatte ich ja erst letztens quasi aufgeräumt. Also wird hier nicht viel drin sein. Ja. Gut. Das ist alles sehr interessant. Ich wusste das wirklich nicht, dass das so geht. Ich bin auch froh, dass das jetzt mal halbwegs hier läuft. Also zumindest sieht es so aus, als wenn es jetzt hier halbwegs läuft. Wenn ich mir nochmal hier angucke in der Verwaltung, der tägliche Wasserbedarf und wie viel wir haben, das ist mehr als genug. Der tägliche Bedarf und was wir an Nahrung haben, das ist auch mehr als genug. Und Holz, ja, ne, läuft, würde ich sagen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus, Leute. Und was ist das hier? Status? Georgina? Achso, arbeitet die oder fehlt ihr was? Kein Gegenstand, Zwiebelsamen. Achso, ja gut, wenn wir keine Zwiebelsamen haben. Wir könnten ein paar einkaufen, Hammer. Das könnte ich machen. Soll ich ein paar Zwiebelsamen einkaufen gehen? Aber erstmal, damit wir ein bisschen was zum Verkaufen haben, ich gehe jetzt einmal ganz kurz hier in die Schmiede. Und dann machen wir mal ein paar von diesen Eisenschurscheren. Oh, und das wird jetzt so schnell gehen. Oh mein Gott. Oh, Leute. Es ist einfach wunderbar. Es ist einfach... Das ist göttlich, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie ich das gerade feiere. Okay, und ich habe sonst auch keine Nebenquest, außer die eine mit den Wölfen. Ja. Nice Scheiße, ehrlich. Aber, warte, die Tiere sind ja wach, ne? Da müssen wir einmal durch. Oh, jetzt ist das Placement von dem Eimer auf jeden Fall mal gut gewesen. So, mehr können wir eh nicht melken, aber wir können noch scheren. Und das brauchen wir ja auch wegen der Laternen, also, ne? Gut, da haben wir eine Eisenschurschere direkt kaputt geklatscht, aber ist nicht schlimm, wir haben ja 89 neue gemacht. Oh, das ist so wunderbar, ne? Wo ist mein letztes Schaf? Da hast du dich versteckt. Schon, naja. Okay, gut, das war's. Gucken wir mal. Können wir ein bisschen sammeln auf dem Weg. Da hatten wir schon. Da hatten wir schon gegraben, ne? Ich weiß manchmal sogar nicht mal mehr, in was für einer Jahreszeit ich aufgehört habe zu spielen. Ich war jetzt gerade überrascht, als es Frühling war. Weil ich habe immer noch nicht von meiner letzten Aufnahme die Sachen geschnitten quasi, ne? Ich bin ein bisschen hinterher, was das angeht. Es liegt aber auch daran, dass ich mit Devil Dynasty jetzt schon einen Monat im Voraus, produziert habe. Das heißt also, das, was ihr hier seht, wird wahrscheinlich erst in 1,5 Monaten oder so rauskommen. Ja, deswegen. Eine Jägerin. Das ist vielleicht nicht doof. How can I help you? Federica, komm mal mit. Ich packe dich. Hoffentlich.
endlich in ein vernünftiges Haus. Mederica. Aber wir haben keins. Okay. Ja, nicht schlimm. Du wirst aber auf jeden Fall... Kann man das... Ja, das kann man. Okay. Ich kann das aber nicht nach... Ach, egal. Machen wir Jagdhütte. So. Letzte Jägerin. Zack. Wir müssen ihr noch gleich ein Häuschen bauen. Aber erstmal, bevor wir das bauen, werden wir ein paar Zwiebelsamen kaufen. How are you? So, Edwin. Whatever you need, I've got it. Ja, du bist schon gar nicht mehr so enthusiastisch, hör mal, Edwin. Woran liegt das? Weil ich dir immer das ganze Geld abnehme, oder was? Komm. Ich glaube, 30 reichen. So, aber Edwin, du kennst es ja von mir, ne? Dafür kannst du ja gerne noch eine Eisenschurschere nehmen. Was haben wir noch? Ich habe noch ein bisschen Dünger, den ich dir andrehen kann. Have a good day. Ja, du auch. Du hörst dich schon etwas sarkastisch an, wenn du das sagst. So. Haben wir Zwiebelsamen. Ich baller die ganz schnell in den Lagerraum und dann baue ich ja noch ein Häuschen. Ich bin mal gespannt, wie das Schnellbaumenü funktioniert. Weil wir haben ja gerade gesehen, dass mit dem Upgraden, das geht ja Wand für Wand. Ich bin jetzt aber gespannt, ob wir bei den Häusern trotzdem immer noch Wand für Wand hochziehen müssen. Oder ob wir das so gesehen nur das Fundament einmal anklatschen müssen und dann ist fertig. Wäre aber komisch, weil dann kann ich ja gar nicht bestimmen, wo ich die Fenster haben will. Also ich denke, es wird trotzdem Wand für Wand sein. Entschuldigung. Ich habe immer das Gefühl, ich muss gleich niesen. Aber irgendwie passiert dann doch nichts. So. Hier sind die Zwiebelfelder. Die hatte ich letztes Mal gebaut. Genau. Könnten wir eigentlich nochmal hinbauen, wenn es passt. Ich bin nicht sicher. Zu uneben. Okay, sieht aus, als müssten hier Felder hin. Ah, hier würde was gehen. Fällt mir echt gar nicht. Nee, das machen wir nicht. Huch. Rechtsklick, Entschuldigung. Hier passt auch nicht mehr hin, ne? Okay. Bietet sich eigentlich an, hier so einen kleinen Weg lang zu machen, ne? Ich mach das mal. Haben wir denn viel? Birnbaum. Ja, komm, wir setzen zwei Birnbäumchen. So, das sieht doch schön aus. Kann mir hier noch eins hinsetzen eigentlich? Ne, das passt nicht mehr. So, hier passt auch kein Haus mehr hin, aber hier passen noch ein bisschen Plantagen hin.
Okay, hier passt es auf jeden Fall nicht. Gucken wir mal, ob ein Häuschen hier reinpasst. Sieht schlecht aus, eher. Vielleicht hier. Was mache ich denn? Ah, guck mal, hier wird's gehen. Ja, komm, machen wir. So. So. Okay, cool. Also jetzt brauchen wir uns ja auch gar nicht so großartig zu beeilen, wenn ja sowieso das mit dem Bauen scheißegal ist, quasi.